mit euch dieses Wochenende halten zu dürfen unter der Überschrift Die Gemeinde Jesu Christi in der Endzeit. Das Thema Endzeit werden wir, so der Herr will und wir leben, morgen in drei Themen entfalten. Es wird ein intensiver Tag, aber wir werden so ziemlich alle Endzeitzeichen, die momentan sehr aktuell sind, betrachten. Und am Sonntag dann noch speziell das Thema Ökumene. Danach ist noch ein Interview, aber das ist nicht öffentlich. Und heute beginnen wir mit einem positiven Thema, und zwar über die Gemeinde biblisches Gemeindeleben wie sieht das aus Ja da könnte man jetzt viele sagen ich habe mich auf 17 Punkte beschränkt in der Vorbereitung ich hoffe habe ein bisschen Kraft und Zeit mitgebracht wir werden nach dem elften Punkt eine Pause machen die Punkte sind meistens relativ kurz manche sind auch ein bisschen länger und ich glaube der Bruder Tommy Köbel er hat auch alles vorbereitet damit es noch ein bisschen anschaulicher wird auch hier auf dieser Leinwand. Ich beginne gleich mit dem ersten Punkt. Biblisches Gemeindeleben, wie sieht das aus? Erstens, die Gemeinde ist Gottes Werk. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth in 1. Korinther 3, Verse 5 bis 10. Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das wie es der Herr einem jeden gegeben hat ich also paulus habe gepflanzt apollos hat begossen aber gott hat das gedeihen gegeben so ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas sondern gott der das gedeihen gibt wir sind gottes mitarbeiter ihr seid gottes ackerfeld und gottes bau ich nach gottes gnade die mir gegeben ist habe den grund gelegt als ein weiser baumeister ein anderer baut darauf ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Die Gemeinde ist also Gottes Ackerfeld und Bau. Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt, sind gewürdigt, bei diesem Bau mitzuwirken. Aber ohne Gottes Gnade können sie nichts tun. So Johannes 15, Vers 5. Jesus spricht: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wo dies nicht beachtet wird, wo Gemeinde nur als menschliche Organisation angesehen wird, entsteht ein Widerspruch zu dieser grundlegenden Aussage über die christliche Gemeinde, wo zum Beispiel psychologische Methoden eingesetzt werden, weltliche Managementmethoden und nicht mehr auf Gottes Wort und den Heiligen Geist vertraut wird. Da wird übersehen, dass die Gemeinde allein vom Herrn letztendlich gebaut wird, natürlich mit unserer Mitwirkung, wir sind ja Gottes Mitarbeiter. Aber wo man sich auf weltliche Methoden und die eigene menschliche Kraft verlässt, da wird alles Aktivismus, Leerlauf und führt in die Irre. Demgegenüber ist es wichtig, Gott den Herrn um seine Leitung, Wegweisung für den Gemeindebau zu bitten. Und zwar im Gebet und durch Studium in seinem Wort und die Bereitschaft, falsche Vorstellungen über Kirche oder Gemeinde korrigieren zu lassen. Und die Frage stellt sich auch an dich, wenn du im Gemeindebau tätig bist. Wie baust du Gemeinde? Durch menschliche Managementmethoden? Oder betest du in allen Anliegen? Fragst du allein den Herrn und sein Wort? Befragst du sein Wort, die Heilige Schrift? Das Zweite. Die Gemeinde, die christliche Gemeinde, ist die Gemeinde Jesu Christi. Er ist das Fundament seiner Gemeinde. In Matthäus 16, Vers 18 spricht Jesus Christus zum Apostel Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Diese Stelle wird gern von der römisch-katholischen Kirche herangezogen zur Begründung der Papstvorherrschaft. Aber es sollte dabei nicht übersehen werden, ich gehe auf die katholische Lehre gleich noch ein, dass es jetzt nächst einmal um die Herrschaft Christi geht. Christus will seine Gemeinde bauen, nicht Petrus. Die Gemeinde ist die Gemeinde Jesu Christi, sie gehört ihm und niemand sonst und Menschen sind beauftragt, befähigt und vom Herrn geleitet, diese Gemeinde in Abhängigkeit von ihm zu bauen. So heißt es auch in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Jesus ist das Fundament und die Gemeinde wird mit einem Haus verglichen, das auf diesem Fundament aufgebaut ist. Ein anderes Fundament als Jesus Christus ist nicht tragfähig. Kein Papst, kein Stammapostel, kein Sektenführer, es muss allein und darf allein der Herr Jesus Christus sein in jeder Gemeinde. Und wenn wir sehen, das Haus ist erbaut auf das Fundament Jesus Christus, stellt sich auch die Frage an dich und an mich, bist du ein lebendiger Stein in diesem Haus, das gebaut ist auf das Fundament Jesus? Das Dritte, es gibt eine Fülle von Bildern in der Bibel, die diese Beziehung zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde deutlich machen und darauf hinweisen. In dem Buch Bilder der Gemeinde von Paul S. Miniar werden 96 biblische Begriffe und Bildbegriffe aufgeführt, die das Wesen der Gemeinde und ihrer Glieder beschreiben. Zum Beispiel aus den Bereichen der Schöpfung, der Landwirtschaft, der Fischerei, der Küche, des Bauwesens, des Familienlebens, des Heiratsbrauchtums, des Kultus, des Gerichtswesens und verschiedener Begebenheiten. Die meisten Bilder betonen dabei die Verbundenheit zwischen Christus bzw. Gott, und seiner Gemeinde. Als Beispiel seien genannt, die Gemeinde ist Gottes Ackerfeld. Ich lasse jetzt die Bibelstellen aus Zeitgründen weg, aber das steht meistens im ersten Korintherbrief. Gottes Ackerfeld oder Gottes Bau oder die Braut Christi, so in der Offenbarung. Gottes Volk, 1. Petrus 2, Gottes Tempel, Gottes Stadt, die neue Schöpfung, Christi Leib, Christi Haus, Christi Priesterschaft und so weiter. Wunderbare Bilder. Die unsere Gemeinschaft mit dem Herrn als Gemeinde vergleichen. Drei dieser Bilder möchte ich kurz vertiefen. Das erste davon, die Gemeinde ist das Volk Gottes. Und das knüpft an natürlich an Israel, an das alte Bundesvolk, wo ja auch zahlreiche Bilder verwendet werden. Und zum Beispiel der Tempel, die Stadt Gottes, die Priesterschaft, das auserwählte Geschlecht, die zwölf Stämme und so weiter. Hier kommt die historische Verbindung mit dem Bundesvolk des Alten Bundes Israel besonders zur Deutung. Hier sehen wir die Stelle 1. Petrus 2 9 bis 10 ihr aber seid ein Auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum und so weiter. Also das lesen wir vor allem in Petrusbrief auch diese Verbundenheit mit dem Volk Gottes im Alten Bund. Der Unterschied zwischen der christlichen Gemeinde und dem Bundesvolk Israel liegt zum Beispiel daran, darin, dass Israels Berufung zunächst irdisch war, die Berufung der Gemeinde aber himmlisch, aber am Ende werden wir gemäß Epheser 2 alle zusammen sein im himmlischen Jerusalem, die Geretteten aus Israel und den Nationen. Israel, ein weiterer Unterschied, betet Gott im Tempel an, die Gemeinde im Geist. Johannes 4, Vers 24. Es gibt eben aber auch diese Kontinuität zwischen Israel und der Gemeinde, insbesondere bezüglich der Bekehrung von Juden und Heiden aus den Nationen zum Messias Jesus von Nazareth. Epheser 2:11 folgende. Ein weiteres wunderbares Bild für die Verbundenheit zwischen Christus und seiner Gemeinde ist das Bild von der Braut und dem Bräutigam. Immer wieder wieder wird die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde mit einer Verlobung oder Ehe verglichen. Die Ehe ist ja das Geheimnis nach 1. Mose 2.24, dass zwei eins werden, dass aus beiden ein Fleisch wird, als ein Symbol innigster Verbundenheit zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen Christus und seiner Gemeinde. Christus, der Bräutigam, die Gemeinde, die Braut, symbolisiert zum Beispiel durch die zehn Jungfrauen, die dann aber sich aufteilen, und zwar die einen, die haben genügend Öl, als der Bräutigam kommt. Das heißt, sie leben in ständiger Wartebereitschaft. Sie sind zwar auch eingeschlafen, weil die Zeit lange gedauert hat, aber sie haben sich immer wieder reinigen und heiligen lassen durch das Blut Christi. Sie haben erwartungsvoll ihm zu gelebt, während die anderen ja, nachlässig wurden, erkaltet sind in ihrer Liebe zum Herrn. Das ist eine Auslegungsmöglichkeit dieses Gleichnisses aus Matthäus 25. Jedenfalls lesen wir in 2. Korinther 11, Vers 2. Ich eifere um euch, spricht Christus, mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ja, Apostel Paulus hat das so geschrieben. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 9,15, ihr könnt es ja lesen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Also oft finden wir das Bild Braut und Bräutigam, die innige Verbundenheit. Und die Frage ist, lebst du auch in dieser innigen Liebe und Beziehung zum Herrn Jesus? Und dann gibt es auch das Bild des Leibes Christi, die höchste Steigerung im Blick auf die Einheit zwischen Christus und seiner Gemeinde. Christus ist das Haupt, die Gemeinde, die Gesamtheit seiner Glieder. Beides gehört untrennbar zusammen. Christus will nicht ohne die Gemeinde existieren und die Gemeinde kann nicht ohne Christus existieren. Der Leib Christi ist der gekreuzigte Leib. Als solcher hat die Gemeinde an Christi Leiden Anteil. Der Leib Christi ist auch ein reiner Leib. Als ein solcher sollen sich auch die Glieder der Gemeinde reinhalten und etwa vor der Unzucht fliehen. 1. Korinther 6. Und der Leib Christi ist ein herrlicher Leib. Als ein solcher wird auch die Gemeinde an Christi Herrlichkeit teilhaben. Soweit diese Bilder, die die, die die Würdigung der Gemeinde durch den Herrn zum Ausdruck bringen. Der vierte Punkt. Die christliche Gemeinde ist also erbaut auf Christus, aber sie ist auch erbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. In Epheser 2, 19 bis 22 lesen wir: So seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung im Geist. Nun, die Apostel und Propheten sind als gesandten und Bevollmächtigte Jesu Christi das Fundament der neutestamentlichen Gemeinde, aber in diesem Fundament spielt wieder der Herr selber die entscheidende Rolle, denn er wird auch bezeichnet als der Eckstein. Er ist der Eckstein, so heißt es in Epheser 2. Und der Herr hat die Apostel und Propheten, ich werde darauf später noch eingehen, was das im Einzelnen bedeutet, mit dem Bau seiner Gemeinde beauftragt, weil er selber nicht sichtbar auf der erde geblieben ist und da hat er seinen heiligen geist gesandt durch den er die, die apostel und propheten und auch alle weiteren generationen also auch uns heute beim gemeindebau leitet so nachzulesen in johannes 16 ich werde den tröster senden nun der fünfte punkt ihr seht es geht relativ schnell diese 17 punkte also keine angst unter den aposteln nimmt simon petrus eine Besondere Stellung ein. Ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das Hadespforten oder das, die Pforten der Hölle oder des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Nun steht das ja, wer schon mal in Rom war, groß auf Lateinisch geschrieben in der Kuppel des Petersdoms in Rom. Da steht es also lateinisch genau diese Verheißung an Petrus und wird sich bezogen auf das römische Papsttum. Ist das berechtigt? Auch damit müssen wir uns heute kurz beschäftigen. Die entscheidende Frage ist: Was ist mit dem Felsen gemeint, auf dem die Gemeinde gebaut wird? Es gibt also vier Deutungsmöglichkeiten. Das erste, Petrus ist der Fels. Das wird natürlich vor allem von katholischen Theologen vertreten. Und äh, griechisch steht da Petros. Petros ist praktisch der kleine Fels oder der Stein oder Kieselstein. Ähm, Petra aber. Das ist der große Fels, das Felsmassiv. Und beides steht in Matthäus 16: Du bist Petrus, der kleine Fels, und auf diesen Felsen Petra, das große massive Felsgestein, werde ich meine Gemeinde bauen. Es kann nicht sein, dass einmal Petrus, einmal Petra das Gleiche ist, sondern die evangelischen Ausleger halten als zweite Deutungsmöglichkeit dagegen, dass Petrus nur der kleine Fels ist, aber Petra das große Felsmassiv. Das ist Christus selber. Auf dieses wird die Gemeinde gebaut, nicht auf Petrus. Aber wenn das so ist, dann fragt man sich doch, warum dann doch verheißen wird, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Warum wird er dann überhaupt erwähnt an dieser Stelle? Nun, dann wird noch als dritte Deutung gesagt, das Bekenntnis des Petrus, weil er bekannt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Deshalb ist er gewürdigt, dass die Gemeinde auf ihn gebaut wird. In der Tat ist dieses Bekenntnis grundlegend für die Gemeinde. Denn es heißt in 1. Johannes 4,15, wer bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Martin Luther und viele Kirchenväter, zum Beispiel Augustin, Justin, Kyrill, Chrysostomos und andere, haben diese Deutung bevorzugt. Und dennoch kann auch dieser Lösungsversuch mit dem Bekenntnis des Petrus auch nicht völlig befriedigen. Deshalb halte ich die vierte Lösung für die richtigste, der ich mich anschließe, die habe nicht ich erfunden, die hat schon zum Beispiel auch Bruder Alfred Kühn vertreten, in seinem Buch Die Gemeinde nach Gottes Bauplan. Er schreibt darin Folgendes: Ich zitiere, es ist davon auszugehen, dass jede der drei vorgeschlagenen Lösungen einen Teil der Wahrheit enthält. Nämlich, das Haus der Gemeinde ist gleichzeitig gebaut auf den Felsen Christus, Petra, das große Felsmassiv, sodann auf Petrus, den ersten Stein, Petros, des Gebäudes, und drittens auf das Bekenntnis, das er eben abgelegt hat. Und durch das er ja erst Petrus wurde. Petrus ist der erste, aber nicht der einzige auf den Felsen gelegte Stein, denn die Gemeinde ist ja, wie wir gerade gehört haben, auferbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten in der Mehrzahl, also nicht nur Petrus. Also wir halten damit durchaus an der Vorrangstellung des Petrus fest, aber diese Vorrangstellung des Petrus ist zeitgebunden auf die erste Generation bezogen. Denn Petrus wird immer als Erster genannt unter den Aposteln. Er war praktisch der Sprecher, das ist unbestritten, auch wenn er auch ein schwacher Mensch war und den Herrn verleugnet hat, das wissen wir auch. Aber er hat Buße darüber getan, er ist umgekehrt. Aber er ist immerhin der Sprecher der Apostel gewesen. Und er war, das ist entscheidend, an Pfingsten der Erste. Der erfüllt vom Heiligen Geist zahlreiche Menschen zum Glauben an Jesus Christus rief in der Pfingstpredigt und damit wurde die Gemeinde neu und umfassend konstituiert. Apostelgeschichte 2, Verse 14 folgende. Also, ihr seht, ich denke auch immer in der Auslegung komplementär. Es ist nicht immer so einfach, sondern es ergänzen sich verschiedene Sichtweisen zur Wahrheit. In diesem Falle, dass Petrus wichtig ist, aber nicht. Ein Papsttum geht nicht daraus hervor, denn es ist zeitgebunden auf die erste Generation, wo die Gemeinde grundgelegt wurde durch diese Pfingstpredigt des Petrus, aber letztendlich dadurch durch den Herrn, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Nun kommen wir zum sechsten Punkt. Und das ist jetzt auch die Frage, die ja in eurem Flyer auch stand: Wer gehört eigentlich zur Gemeinde? Nun die Antwort. Zur Gemeinde gehört, wer zu Jesus Christus umgekehrt ist und durch den Heiligen Geist wiedergeboren ist, zum neuen Leben in Gott. Der und diejenigen gehören zur Gemeinde. Aus dem Neuen Testament geht deutlich hervor, dass zur Gemeinde im eigentlichen Sinne nur solche Menschen gezählt wurden, die eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt haben. Darauf komme ich gleich noch, noch näher zurück. Der Apostel Paulus etwa hat seine Gemeindebriefe wie folgt adressiert. Ihr könnt es hier sehen, allen geliebten Gottesberufenen Heiligen in Rom oder an die Gemeinde Gottes, die in Korinthus, den Geheiligten in Christus, den berufenen Heiligen, die den Namen des Herrn anrufen. Ähm, ja, also die Gläubigen, die Heiligen, also das sind solche Heilig, die wirklich abgesondert sind von der Sünde in der Welt, auch wenn wir noch angefochten werden können und versagen können, aber wir sind doch. Die Seite des Herrn getreten, gläubig. Sie haben Vertrauen zum Herrn gewonnen, ihr Herz ihm geschenkt. Sie haben sich bekehrt, umgekehrt vom Weg des Verderbens hin zum Himmelreich, indem sie das Opfer Jesu Christi am Kreuz von Golgatha zur Sühnung ihrer Sünden für sich persönlich in Anspruch genommen haben. Solche Menschen sind heilig im neutestamentlich-biblischen Sinne. Der Herrschaftswechsel wurde vollzogen. Man ist aus dem Reich Satans herausgetreten in das Reich des Sohnes Gottes aus der Sünde herausgetreten, in die Erlösung und aus der Verlorenheit in die Rettung hin zur himmlischen Herrlichkeit. Nicht mehr in die Hölle, sondern zum Himmel berufen. Und so sagt auch der Apostel Petrus, als die Menge beim Pfingstereignis die Apostel fragt, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Da antwortet Petrus, griechisch sage ich mal, metanasoete. Das heißt, macht eine Umsinnung vor ändert eure Gesinnung kehrt um bekehrt euch tut buße übersetzt luther aber da klingt noch zu sehr das bußsakrament mit eigentlich heißt es kehrt um ja bekehrt euch und ein jeder lasst sich taufen auf den namen jesu christi zur vergebung eurer sünden dann werdet ihr die gabe des heiligen geistes empfangen lasst euch erretten aus diesem verkehrten oder auch verdorbenen geschlecht apostelgeschichte 2 38 bis 40 die Abkehr vom alten Leben, die Eingliederung in den Leib Christi. Und dann steht sogar in Epheser 1:13, ihr wurdet versiegelt mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet. Da steht nirgends was von einer zusätzlichen Geistestaufe oder Stufe, sondern als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr sogar versiegelt mit dem Heiligen Geist, Epheser 1, 13. Und die Frage stellt sich auch an dich, bist du schon umgekehrt zum Herrn und bist du gerettet? und von neuem geboren. Denn in Johannes 3 ist auch ein ganz entscheidendes Kapitel. Da geht es dann um die Neugeburt, die Geburt von oben. Anoten steht griechisch, kann heißen von oben oder von neuem geboren. Das heißt, zur Gemeinde Jesu Christi im eigentlichen Sinne gehört nur wer umgekehrt ist vom Weg des Verderbens hin zum Weg, auf den schmalen Weg zum Himmelreich und wer die geistliche Neugeburt erlebt hat, in dem der Geist Gottes im Herzen wohnt, der gebetet hat von ganzem Herzen, Herr Jesus. Komm du in mein Herz durch deinen Geist, erneuere mich, wasche mich rein durch dein Blut, damit ich dein Kind bin und dir freudig nachfolge. Jetzt der siebte Punkt, die Frage der Taufe. Getauft werden Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Die Taufe wird im Neuen Testament im Unterschied zum Glauben als sekundär genannt, also an zweiter Stelle und auch nicht unbedingt als heilsnotwendig, aber doch heilswichtig. Der Schächer am Kreuz, der Verbrecher, der mit dem Herrn gekreuzigt wurde und sich noch bekehrte, der konnte nicht mehr getauft werden, aber der Herr sagt ihm: "Heute wirst du mit mir im Paradiese sein." Aber man sollte doch, wenn man zum Glauben gekommen ist, sich taufen lassen. Es geht ganz klar aus sämtlichen Stellen hervor, etwa Markus 16:16, 16. wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also, der Glaube, wenn der fehlt, kann der Mensch nicht gerettet sein. Aber wenn er glaubt, ist er gerettet und dann sollte er als Bekenntnis des Glaubens, damit er den Herrschaftswechsel vollzogen hat, als Zeichen und Bekenntnis auch nach außen hin von der sichtbaren und unsichtbaren Welt sich taufen lassen. Im Neuen Testament wird ausdrücklich, explizit nur von der Taufe Gläubiger berichtet, nicht von der Taufe Unmündiger oder gar Unbekehrter. Wenn wir jemand eine einzige Stelle nennen kann, wo ausdrücklich steht, dass Säuglinge getauft werden, dann sage ich, fast würde ich mich als Säugling jetzt taufen lassen, aber ich habe keine gefunden. Und ähm, ich war auch lange dieser Einstellung, ja, es steht vielleicht in den Haustaufen irgendwo versteckt, aber auch da wird immer wieder gesagt, in der Apostelgeschichte, es wurde Ihnen das Evangelium verkündigt, Sie haben es gehört, Sie haben Buße getan, umgekehrt, und dann haben Sie sich taufen lassen. Da waren wohl auch Knechte dabei, Kinder vielleicht auch, aber solche, die schon eine Entscheidung treffen konnten. Also keine Unmündigen, die das gar nicht verstehen konnten. Man kann nicht sagen, wo das Alter jetzt genau ist. Wir taufen bei uns Jugendliche, also ab jugendlichem Alter, wenn sie schon gefestigt sind im Glauben. Also nicht zu früh, also nicht jetzt äh, vor der Pubertät oder während der Pubertät. Das ist eher schwierig, weil da oft noch Änderungen sind. Wer dazu Fragen hat, kann gerne nachher noch mich ansprechen. Die Frage stellt sich, bist du, liebe Seele, schon im Glauben getauft? Dann kommt der achte Punkt. Wie ist es jetzt mit den Ungläubigen? Natürlich nur der Herr kann ins Herz schauen, aber wie ist es mit den Ungläubigen, die in Gemeinden kommen? Nun, ich habe so formuliert, ungläubige Menschen haben Zugang zur Gemeinde, sie gehören aber nicht im eigentlichen Sinne zu ihr. Als Gäste, als Hörende die noch vor der Bekehrung stehen, herzlich eingeladen. Jeder darf kommen und das Evangelium hören. Es geht darum, dass er gerettet wird, durch das Wort, durch die Predigt, durch das Wirken des Geistes Gottes. Nun schon in neutestamentlicher Zeit war die Gemeinde, wie man sagt, ein vermischter Leib, lateinisch ein Corpus per mixtum. Die reine Gemeinde von nur Wiedergeborenen hat es nie gegeben. Der erste Johannesbrief spricht schon von Menschen in 1. Johannes 2.18 und 19, die von uns ausgegangen sind, aber nicht von uns waren. Das gab es auch damals schon. Sie werden als Widerchristen oder Antichristen bezeichnet. In 1. Korinther 14.24 ist die Rede von Ungläubigen oder Unkundigen, die in die Versammlungen hineinkommen konnten. Und die, die ekstatischen Phänomene, dieses Zungengeplapper, nicht verstanden und daran Anstoß nahmen, allerdings zu Recht. Nun, die Neutestamentliche Gemeinde erkennen wir daran, als sichtbare Gemeinde. Es gibt ja auch die unsichtbare Gemeinde, da sieht der Herr ins Herz, die wirklich wiedergeborenen. Aber als sichtbare Gemeinde ist diese neutestamentliche Gemeinde nicht streng in sich geschlossen. Das wäre auch gar nicht möglich, denn 1. Samuel 16, Vers 7, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Trotzdem muss man fragen, woran sind dann die echten Gemeindeglieder erkennbar? Kann man überhaupt nicht erkennen, wer jetzt ein Kind Gottes ist und wer nicht in der Gemeinde? Könnt ihr es erkennen bei euch? Können wir es erkennen bei uns? Manchmal lebt, erlebt man wirklich Überraschungen. Ich darf vielleicht sagen, ich sage keine Namen, wir haben auch schon oft Menschen getauft. Jetzt die letzten Jahre, Gott sei Dank, aber einige sind nicht mehr in der Gemeinde, einige sind wieder in der Welt, eine schwester die hat sich jetzt bekehrt ich habe gesagt wieso bekehrt wir haben dich doch vor zwei jahren schon getauft ja sie hat jetzt gemerkt sie war damals gar nicht wiedergeboren wurde trotzdem getauft ja wir konnten sich ins herz schauen die hat gedacht sie sei aber dann hat doch gemerkt nee das war noch nicht die eigentliche wiedergeburt also der herr sieht das herz wir wollen deshalb barmherzig sein jeder ist eingeladen aber nicht jeder ist eigentlich ein glied am leibe christi die Nicht-Wiedergeborenen, das sind besucher gäste aber noch nicht Gerettete. Woran kann man vielleicht einigermaßen erkennen, ob jemand gläubig ist? Nun, natürlich an den Früchten werde ich diese erkennen, sagt der Herr Jesus, bringt der Baum gute Früchte hervor oder schlechte? Lebt der Mensch eigentlich noch in der Welt, dann ist er wohl nicht gerettet. Je weltlicher sich jemand verhält, umso unwahrscheinlicher ist es, dass er ein Kind Gottes ist. Muss man sich auch selber prüfen, liebe ich die Welt mehr als den Herrn Jesus? Muss sich jeder selber prüfen. Und auch das Bekenntnis. Wenn man von Herzen glaubt, dann wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, dann wird man gerettet. Steht in Römer 10, Vers 10. Bekenne ich mich zum Herrn, auch auf der Straße, auch bei den Nachbarn, bei den Bekannten, Verwandten, Schulkameraden und so weiter? Oder bin ich da zu feige? Die Frucht und die Nachfolge sind gewisse Kennzeichen. Aber natürlich auch verschieden deutbar manchmal. Jemand ist vielleicht sehr eifrig. In der Gemeindearbeit, aber trotzdem noch nicht gerettet. Auch das gibt es. Jeder prüfe sich, wie steht meine Herzenbeziehung zum Herrn Jesus? Folge ich Jesus nach, jeden Tag? Oder bin ich, schrecklich auszusprechen, eine Karteileiche? Gibt es auch in Freikirchen, nicht nur in Landeskirchen. In den Landeskirchen sind es wohl die meisten, aber auch in Freikirchen gibt es welche. Die stehen vielleicht noch in der Liste, aber sie bringen keine geistliche Frucht. Und die Frucht, das ist jetzt auch das Nächste, die Gaben, der neunte Punkt. Die Glieder der Gemeinde sind der Leib Christi und sie sind mit unterschiedlichen Gaben beschenkt und zwar Geistesgaben, pneumatika, charismata, griechische Begriffe, Gnadengaben. Christus das Haupt der Gemeinde, die Gemeinde der Leib. In Epheser 4, Vers 15 lesen wir: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, dadurch ein jegliches Glied dem anderen kräftig Handreichung tut nach seinem Maße und macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Hier haben wir das Bild eines Organismus, die Gemeinde als Organismus, in dem alle Glieder zusammenwirken zum gemeinsamen Nutzen und im Gehorsam gegenüber dem Haupt. Das Band, das sie zusammenhält und anspornt, ist die Agabe, die göttlich gewirkte, sich hingebende Liebe. Wie im körperlichen Leib soll es auch in der Gemeinde sein. Jedes Glied, das heißt jeder Mensch, der in der Gemeinde ist, ist anders, ist unterschiedlich und hat unterschiedliche Gaben. Der eine kann besser singen, der andere besser putzen, der dritte besser predigen, der nächste besser Kinderarbeit machen äh, und so weiter und so fort, um mal nur ein paar Beispiele zu nennen. Und diese Gaben, die sollten einfach zusammenwirken. Keiner sollte auf den anderen herabblicken. Denn es heißt in 1. Korinther 12: Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist, mancherlei Dienste, aber ein Herr, mancherlei Kräfte, aber ein Gott, der da wirkt, alles in allen. In einem jeglichen offenbaren sich die Gaben des Geistes zu gemeinsamen Nutzen. Deshalb war die Urgemeinde eine charismatische Gemeinde im besten Sinne, nicht im pseudocharismatischen Sinne, wie es heute oft bezeichnet wird, wo okkulte, dämonische Mächte sich als Heiliger Geist tarnen und Menschen verführen oder durch psychische Gefühlswallungen an sich binden. Da muss man sehr wachsam sein. Ursprünglich natürlich ein positiver Begriff, charismatische äh, Gemeinde, aber verdreht durch die pseudocharismatische Bewegung wo die Dinge dann äh, verdreht werden, so dass man als ob man den Heiligen Geist manipulieren könnte, über ihn bestimmen könnte, herbeibeschwören durch Rituale und durch ekstatisches Singen und äh, Tanzen und alles Mögliche. Das, ich denke, dass das Gott ein Gräuel ist. Denn Gott lässt sich nicht manipulieren. In Johannes 3 steht: Der Geist Gottes, der weht, wo er will, nicht wo irgendwelche äh, schamanischen Zauberpriester oder deren christliche Nachahmer ihn herbeibeschwören wollen. Lassen wir uns da nicht verführen. Als eine charismatische Gemeinde im besten Sinne, das heißt keine Ein-Mann-Veranstaltung, wie es in vielen Kirchen ist, sondern ja, wie wir hier schon lesen, was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede. Das Thema Sprachenrede gehe ich jetzt heute nicht ausführlich ein. Ich habe es in meinem Korinther-Kommentar, der draußen ausliegt, ausführlich behandelt. Das wäre allein abendfüllendes Thema, aber es muss eine Fremdsprache sein, die man nicht gelernt hat, wenn es ein ekstatisches Geplapper ist, hat es nichts mit der biblischen Sprachengabe zu tun. Wenn aber ich jetzt plötzlich bete und plötzlich kann ich fließend Chinesisch, dann ist ein Sprachenwunder. Ja? Das wollen jetzt euch die oder Charismatiker beweisen, ob sie wirklich eine Sprache ohne gelernt zu haben beherrschen dann, dann ziehe ich den hut ja dann denke ich es von gott aber nicht wenn man irgendwas lallt und sich antrainiert und dann auf dem rücken liegt zuckt und zappelt und abstoßendes verhalten an sich legt das ist ein unreiner geist das ist niemals der heilige geist der solche phänomene auch das umfallen nach hinten in Trance-Zustände herbeiführt. also die geistesgaben die wollen wir wirklich einsetzen im guten sinne aber keine pseudo Begabungen, die gar nicht von Gott kommen. Denn es heißt gerade in dem bekannten und wichtigen Kapitel 1. Korinther 14, in Vers 33, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wo Unordnung, Chaos ist, ekstatisches Manipulieren, das ist eindeutig im Widerspruch zu dieser biblischen Richtlinie in 1. Korinther 14. Übrigens im ganzen Kapitel 14 geht es immer darum, dass alles ordentlich zugeht und dass verständliche Rede viel, viel wichtiger ist als unverständliche Laute, die dann erst übersetzt werden müssen. Das sage ich auch schon, Laute, ja. Also eine Sprache, die erst übersetzt werden muss. Man ist schon so eingenommen durch diese Irrlehren, dass man auch schon von Lauten redet. Es ist kein Gelalle, denn der Herr Jesus sagt ja, ähm, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. So steht es in der Bergpredigt, Matthäus 6. Das ist falsch, also nur dieses Geplapper. Das gibt es im Reiki, das gibt es bei den Schamanen, das gibt es äh, im Sufismus, im Kabbalismus und so weiter, sämtlichen Religionen als mystische Strömung, hat aber nichts mit dem Heiligen Geist Gottes zu tun. Aber bringt eure Gaben ein. Es gibt so viele wichtige Gaben. Ich habe eine Liste ähm, kürzlich ausgedruckt. Ich habe es jetzt, glaube ich, in meiner Tasche, kann ich euch nachher geben oder morgen können wir es kopieren, mit 149 Dienstbereichen in der christlichen Gemeinde wo jeder und jede seine Gaben einbringen können. Natürlich die Brüder in den Leitungs- und Lehrgaben, aber alles andere in der Gemeinde oder sehr vieles können auch die Schwestern machen und auch schon Kinder und Jugendliche, auch natürliche Begabungen. Darauf gehe ich nach der Pause dann auch nochmal ausführlicher ein. Ja, dann der zehnte Punkt. Nach dem elften machen wir eine kurze Pause. als Ecclesia am Anfang haben wir diesen Begriff gesehen von der Ecclesia. ist ähm, erstmal immer schon ein bisschen voraus hier mit den Bildern, aber nett gemeint, vielen Dank. Als Ecclesia, also die herausgerufene, wird die universale, die lokale und die Hausgemeinde bezeichnet und daneben auch die Gemeinde aller Zeiten. Ecclesia oder Ecclesia Griechisch Ekklesia, Lateinisch Ecclesia, Das heißt ja wörtlich von Ekkaleo herausgerufen. Ich rufe heraus. Sie ist herausgerufen aus der Welt, herausgerufen aus dem Bereich des Verderbens von Satan, Sünde und Tod. Das ist eigentlich die Gemeinde im Sinne. Nicht als Konfession jetzt, gibt es auch eine Ekklesia-Richtung, eine Pfingstrichtung. Das hat jetzt nichts mit dem Begriff Ecclesia an sich zu tun, sondern der ist umfassender, bezieht einfach sich einfach auf die Gemeinschaft der Gläubigen überhaupt. Und. Nun hat aber diese Ecclesia diese ähm, fünffache Bedeutung, die ich auch kurz erklären muss. Zunächst einem universalen, umfassenden Sinn. Also die weltweite Gemeinde, die unsichtbare Gemeinde aller bekehrten und wiedergeborenen Christen. Das ist die erste Bedeutung der Ecclesia. Zum Beispiel Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er will seine Gemeinde bauen. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Jünger, Nachfolger, Anhänger des Weges werden sie genannt, die Jünger. Oder Heilige, Betende, Brüder, auch Schwestern und Christen, Christian Neue und so weiter. Also wir alle, wenn wir gerettete Kinder Gottes sind, gehören zur weltweiten Ekklesia. Dann als zweite Bedeutung ist auch sehr wichtig, manche sagen ja Hauptsache ich gehöre zur weltweiten Gemeinde, aber vor Ort habe ich keine Gemeinde. Aber die zweite Bedeutung ist die lokale Gemeinde vor Ort. Die konkrete Versammlung, denn wir sind konkrete Menschen. Und in der Bibel gibt es viele einander Worte und einander Befehle. Dienet einander, liebet einander, helfet einander, tröstet einander, ermahnet einander. Kann man das tun, wenn man sagt, ich gehöre zur weltweiten unsichtbaren Gemeinde? Kann man nicht tun. Das kann man nur und kannst du nur, liebe Seele, in der konkreten Ortsgemeinde tun. Deshalb brauchen wir... Einander ganz konkret, dass wir einander helfen, dienen, ermahnen, trösten, auferbauen und so weiter. Das heißt, ganz wichtig, ich weiß, dass heute eine große Not ist, dass es oft keine bibeltreue Gemeinde mehr am Ort gibt. Wenn es wirklich keine gibt, dann betet darüber und tut euch zusammen mit anderen Geschwistern und gründet eine. Wir haben es auch so gemacht vor einigen Jahren in Pforzheim. Der Herr wirkt Segen. Wir haben zahlenmäßiges, aber auch geistliches Wachstum. Und das Letztere ist wichtiger. Ja, es kommt nicht auf die Zahl oder große Zahl an. Das ist gleich das Dritte mit den Hauskreisen. Aber auf jeden Fall ist wichtig, dass man sich trifft mit anderen wirklich Wiedergeborenen Christen zusammen betet, die Bibel liest, auch das Heilige Mahl feiert und so weiter. Ja, also die lokale Gemeinde ist wichtig, weil wir einander dienen und brauchen. Nicht irgendwie auf Wolke 7 weltweit. Ich, ich, ich diene jetzt dem Bruder in Afrika, obwohl ich den gar nicht sehe. Ich bin ja ein paar tausend Kilometer weg. Versteht ihr? Es ist eine Ausrede, aber es hat nichts mit Gemeinde zu tun. Also, vor Ort sind wir einander anvertraut zum Dienen. Und das dritte, die dritte Bedeutung: die Gemeinde kann auch schon die Versammlung in einem Haus sein. Auch Hausgemeinden wurden schon als Gemeinden bezeichnet. Nach der Pause komme ich nochmal darauf zurück, wo man sich versammelt hat in der Urgemeinde, in welchen Plätzen ist sehr interessant, auch an welchen Tagen und so weiter, die ganze Sabbatfrage. Ja, aber jedenfalls kann die Gemeinde eben auch als eine Gemeinde im Haus bezeichnet werden, was etwa in größeren Städten wie Korinth berichtet wird, das ist im Neuen Testament. Da ist die Existenz von Hausgemeinden bekannt, die offensichtlich neben oder als Teil der Gesamtgemeinde am Ort bestanden. Zum Beispiel heißt in 1. Korinther 16, 19, wir sehen es hier: Es grüßen euch die Gemeinden Asiens, es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priska samt der Gemeinde in ihrem Hause. Das ist die kleinste Form der Gemeinde im Hause. Und jetzt, wo wir Corona hatten, wir wollten zuerst Hausversammlungen machen, aber auch das war ja nicht mehr erlaubt in Deutschland. Man durfte überhaupt sich mit jemand außerhalb der Familie treffen. Dann haben wir Familiengottesdienste gehalten, auch mit Livestream von der Gemeinde, sonntags, mittwochs, Bibelstunde. Ja, ich hoffe, dass das nicht wiederkommt, dieser Lockdown. Uns haben die Geschwister schon gefehlt. Es war aber auch schön, mal mit der Familie so eine enge Gemeinschaft zu haben. Aber ihr seht ja, es ist möglich, aber besser ist es, wenn man auch weitere Geschwister kennt, wo man auch aneinander dienen kann. Auch andere Stellen gibt es: Kolosser 4,15. Grüßt die Brüder in Laodicea und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Oder Philemon 1 und 2. An Philemon und an die Gemeinde in deinem Hause. Und so weiter. Und in Apostelgeschichte 2,46 steht, dass sie sich nicht nur im Tempel trafen, sondern auch hier und dort in den Häusern. Also nicht verboten. Hausgemeinden oder Hauskreise. Aber natürlich gut, wenn man sich auch in einer Gemeinde vor Ort treffen kann, die über das Haus noch hinausgeht. Dann kann auch viertens noch mit der Ecclesia gemeint sein, mehrere Orts- oder Hausgemeinden, die sich in einer Region überregional treffen, gelegentlich zu Veranstaltungen. Da ist die ganze Frage, was ist mit Gemeindebünden und so weiter. Aber da bin ich eher vorsichtig geworden, weil oft die Gemeindeverbindungen bis hin zur evangelischen Allianz und so weiter von oben her unterwandert werden, von der Ökumenisierung. Ich werde am Sonntag noch was sagen: von Vatikan, vom Weltkirchenrat, Genf ja, und so weiter. Und da kommen dann gefährliche Irrlehren hinein. Der Fisch fault vom Kopf her. Deshalb mit regionalen Zusammenschlüssen vorsichtig sein. Besser ist, wenn jede Gemeinde autonom ist, eigene Älteste und Diakone hat oder leitende Brüder und freundschaftlichen Kontakt wie in einem Netzwerk schon mit anderen Gemeinden, aber ohne Dachverband, ohne irgendeinen evangelischen Papst, der da oben steht oder katholischen Papst heute auch schon, weil es strebt ja alles Richtung Rom, auch bei den Evangelikalen. Ich habe einen Vortrag hochgeladen vom Hemberg, hatten wir ja Endzeitkonferenz, die erste in der Schweiz, hier in der Nähe, vor ein paar Wochen. Über das Thema das große evangelikale Desaster. Auf meinem YouTube-Kanal, Lothar Gassmann heißt der, könnt ihr das nachhören, wie weit diese Ökumenisierung und Verführung innerhalb der Evangelikalen schon fortgeschritten ist. Also, es gibt Gemeinden der Region, aber Vorsicht mit Dachverbänden. Und schließlich die Gemeinde der Heiligen aller Zeiten, die Wolke der Zeugen, die in Hebräer 11 genannt wird, wo es ja heißt, in Vers Hebräer 12, 22 dann, Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion äh, und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Ja, dann kommt äh, als nächstes der elfte Punkt. Und das ist ein bisschen größerer Punkt, und der ist so anstrengend, dass wir danach dann eine Pause brauchen. Und zwar geht es da um die Gemeindezucht oder Kirchenzucht. Wird das bei euch noch geübt? Ich frage jetzt nicht, müsst das selber überlegen. Ich hoffe ja, wenn es nicht notwendig ist, ist es ja umso besser. Aber ich habe so formuliert: Wo Krasse, das moderne Wort Krass, ist wirklich schon ein älteres Wort, also das heißt extreme oder krasse Irrlehre oder ethisches, moralisches Fehlverhalten ohne Aussicht auf Umkehr auftritt, da wird Gemeindezucht geübt in der biblischen Gemeinde. Da muss sie geübt werden. Denn, ich habe schon gesagt, die neutestamentliche Gemeinde war zwar keine reine Gemeinde aus lauter Heiligen, aber sie war doch im Ideal orientiert, nur Gläubige als ihre eigentlichen Glieder anzusehen. Ungläubige und Unkundige hatten zwar Zutritt zu ihr, aber es sollte ihnen nicht erlaubt sein, sie mit ihrem Sauerteig, zu durchsäuern. Und das heißt, es sollte nicht erlaubt sein, evangeliumswidrige Lehr- und Lebensauffassungen in die Gemeinde hineinzutragen. Das würde das Wesen der Gemeinde verkehren, also pervertieren. Und deshalb warnt der Apostel Paulus im klassischen Kapitel über die Gemeindezucht, 1. Korinther 5, da warnt er, in Vers 1, äh, 6 und 7 wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Dieses ähm, Hinaustun des alten Sauerteigs, und das heißt eines dem alten Äon der Sünde und des Todes verhafteten Lebens und Lehrens, dieses Hinaustun bezieht sich nicht auf die Welt allgemein sonst müsstet ihr die Welt räumen schreibt der Apostel in Vers 10. Sondern das hinaustun bezieht sich auf Menschen, die in der Gemeinde leben und andere mit ihrem falschen Reden und tun anstecken würden. Es geht um die Infektionsgefahr, viel schlimmer als bei Corona. Deshalb mahnt Paulus, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, da steht's, der sich Bruder nennen lässt, man kann auch in dem Fall sagen Schwester. Und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold, zu Deutsch Säufer, oder ein Räuber, mit so einem sollte auch nicht essen. Hier geht es nicht um Menschen von außen, von der Straße, Penner oder so, die vielleicht kommen. Die sind herzlich willkommen, damit sie das Wort hören. Hier geht es um jemanden, der sich Bruder oder Schwester nennen lässt und so lebt, offensiv sogar lebt, dass andere das wissen und mitkriegen. Heimlich ist genauso schlimm, natürlich. Aber da wird so getan, das sei alles harmlos. Ich kann mich ja besaufen, ich kann Götzenbilder daheim aufstellen, ich kann in Unzucht leben, ich kann fluchen und lästern und so weiter. Und trotzdem wird das in der Gemeinde geduldet. Merkt ihr, das, das zerstört die Gemeinde. Auch die Frage der Mode, unkeusche Mode und alle solche Dinge, wenn das in die Gemeinde hineingetragen wird, es zerstört die Gemeinde von innen her. Aber bei allen solchen Sünden gibt es Gott sei Dank die Möglichkeit der Umkehr. Und zum Neuanfang im Glauben und Leben. Dabei, das möchte ich jetzt seelsorgerlich sagen, sollte das Hinaustun aus der Gemeinde nicht zu schnell erfolgen, sondern erst nach gründlichen Gesprächen mit den Betroffenen. Da gibt es eine gute Regel, weiß jemand, wo die steht? Matthäus, Evangelium, Kapitel 18, das lese ich mal vor. Hier sehen wir es auch. Da steht, sündigt dein Bruder an dir, so gehe hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht auf dich, so nimm doch einen oder zwei zu dir, also Zeugen, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die, diese nicht, diese Zeugen. Dann, dann erst, sage es der Gemeinde. Und dann gibt es noch einen Schritt, den traurigsten, hört er auf die Gemeinde auch nicht, dann sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Das heißt, dann muss er wieder in die Welt hinaus geschafft werden, dann muss er ausgeschlossen werden vom Abendmahl, von den Diensten in der Gemeinde. Und wenn er weiterhin offensiv Sünde und Irrlehre in die Gemeinde hineinträgt, muss er auch Hausverbot kriegen. Es gibt manchmal Fälle, wo Menschen schwere Sünden tun, die in die Gemeinden hineinwirken, und dann tun sie aber Buße darüber. Und wenn sie Buße tun, dann dürfen sie wieder kommen. Allerdings haben sie bei uns in unserer Gemeinde halt immer so, dass man dann eine gewisse Bewährungszeit, einige Wochen setzen, wo sie sich bewähren, dass man sieht, es kommt nicht wieder vor, und dann erst können sie wieder als Gemeindeglieder aufgenommen werden. Nun man beachte, dass unmittelbar vor dieser Gemeinderegel im Matthäusevangelium das Gleichnis vom verlorenen Schaf steht. Sehr interessant der biblische Zusammenhang ist immer sehr wichtig, der Kontext. Und dieses Gleichnis in Matthäus 18,14 schließt mit dem Satz, so ist es auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren werde. Es geht darum, dass es auch gerettet wird, dieses verlorene Schaf oder Menschenkind. Das Ziel der Gemeindezucht ist daher, erstens Schutz der Gemeinde vor Verführung, Schutz der Gemeinde vor Verlästerung ihres Zeugnisses nach außen hin dass nicht gespottet werden kann. Guck mal, was in der Gemeinde sich alles tummelt an, an Gesindel, ja und so. Das ist ganz schlechter Ruf nach außen. Also die sich Christen nennen und dann zu leben. Das ist dann das Problem. Ne? Versteht er? Nicht wenn jemand neu kommt. Und das ist also das erste Ziel, der Schutz der Gemeinde. Und das zweite Ziel ist die Zurechtbringung und Rettung des ermahnten oder Ausgeschlossenen, damit er umkehrt, zum Nachdenken kommt, gegen die Wand läuft sozusagen bildlich gesprochen und dann denkt, ja, ich muss umkehren, ich muss mich bekehren, so kann es nicht weitergehen. Und so steht auch in 1. Korinther 5, Genau, Vers 4 und 5, wenn ihr nun im Namen des Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll auch dieser Mensch dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn, der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Das ist das Ziel. Verderben des Fleisches heißt jetzt nicht Tötung, das wäre ein schreckliches Missverständnis, sondern dass er einfach physisch, körperlich mit dem Fleisch hinausgetan wird in die Welt der Sünde des Fleisches. Und die Übergabe an Satan, das heißt einfach der Machtbereich der Welt, wo Satan, der Fürst dieser Finsternis, herrscht in dieser gefallenen Welt. Gerade auch in der Endzeit sehen wir ja vermehrt, wie es den Bach runtergeht heutzutage aber ich bete auch immer dass der Herr bald kommt und diesen ganzen Glaubensabfall bis in die Gesetzgebung hinein. Wir haben jetzt auch die Ehe für alle in der Schweiz, habe ich gehört. Ja, dass Gott diesem bald ein Ende macht und sein Reich aufrichtet, wo Gerechtigkeit und Frieden herrschen. Gemeindezucht, das muss ich auch noch sagen, kann und soll nicht bei jeder Sünde geübt werden. Was wäre dann, wenn es bei jeder Sünde geübt würde? Erstens weiß man das gar nicht, selber oft gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich euch vielleicht schon gesündigt habe, in Gedanken, in Worten. Einfach den Herrn um Vergebung bitten. Herr, vergib mir auch die verborgenen Sünden, steht in dem Psalmen, weil wir gar nicht alles zerinnern können. Das hat mal ein Evangelist gesagt. Jetzt bis zu diesem Gottesdienst hat jeder von euch im Schnitt schon zehnmal gesündigt. Ja, schon wir aufstehen, gebrummt, schlechtes Gefühl, schlechtes Wort, zu Eltern und so weiter oder in Kindern. Ja, also, das geht so schnell. Wir sind wirklich auf die Gnade des Herrn angewiesen. Und schon die kleinste Sünde trennt uns vom Reich Gottes. Deshalb brauchen wir den Herrn Jesus, der sein Blut vergossen hat, um uns reinzuwaschen. Nein, deshalb kann Gemeindezucht nicht bei jeder Sünde geübt werden. Da wären die Gemeinden leer, könnte keiner mehr kommen. Auch ich nicht. Aber wann wird deshalb Gemeindezug gefordert? Sie wird dann gefordert und als notwendig befunden, wenn besonders schwere Fälle von Irrlehre und falschem Lebensstil in die Gemeinden offensiv und unbußfertig hineingetragen werden. Darum geht's. Versteht ihr? Wenn die Gemeinde bezieht, verschmutzt und der Wander zerstört wird durch falschen Lebensstil und falsche Lehren. Wenn zum Beispiel Zeugen Jehovas zu uns kommen und ihre falsche Lehre über die Dreieinigkeit Gottes vertreiben, müssen wir sagen: Da ist die Tür. Ihr dürft hier nicht kommen, erst wenn ihr euch bekehrt habt, ja, zum Beispiel. Das ist ganz klar. Wenn Sie aber fragen sind und sagen, wir wollen da raus, wir suchen die Wahrheit, dann dürfen Sie gerne kommen, natürlich. Also, in, ich möchte zwei Beispiele bringen und dann machen wir die Pause. In 1. Korinther 5 nennt der Apostel Paulus ja ein Beispiel für Inzest, eine, als eine schwere Form ethischer Verfehlung. Er schreibt, überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt, unter den Unbekehrten, nämlich, dass einer die Frau seines Vaters hat. Furchtbar, ja. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht viel mehr traurig geworden, so dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Sie haben es bis dahin wohl noch nicht getan, deshalb muss der das schreiben. Heute könnte man auch viele Sünden nennen, auf ethischem Gebiet. Lest mal 3. Mose 18, was da für ein Sündenkatalog steht, auch auf sexuellem Gebiet. Darf man heute gar nicht mehr zitieren, aber es steht in der Bibel. Und auch wenn es im Alten Testament steht, ist vor Gott trotzdem immer noch als Sünde gekennzeichnet. Plus das mit dem Unterschied, dass nicht mehr die Todesstrafe heute steht, in dem Zeitalter der Gnade. Aber Sünde bleibt Sünde. Alles, was Gottes Schöpferwille und Erlöserwille widerspricht, Sondert den Menschen ab von Gott ist Sünde und schließt ihn vom Himmelreich aus, außer wenn er darüber Buße tut und umkehrt und ein neues Leben mit dem Herrn Jesus beginnt. Sünde auf ethischem Gebiet, Sünde auf dogmatischem, lehrmäßigem Gebiet, das sind falsche Lehren, Irrlehren, falsche Propheten, falsche Apostel, falsche Christusse. Ich werde morgen Beispiele nennen, morgen Abend, wenn es um die Verführung geht. Kommt unbedingt morgen Abend ein ganz wichtiges Thema die Verführung auch in den Gemeinden und so weiter. Ähm, das ist ganz zentral. Und zwar schreibt der Apostel Paulus, und man fragt sich manchmal, wie ist es mit dem Fluchen? <laughs> Gibt es auch einen Fluch, den Gott ausspricht? Ja, natürlich. Galater 1, Vers 8 folgende, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Anathema. Und dann wiederholt er es nochmal, weil es so unglaublich klingt. Ja? Was, wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Das heißt, er ist vom Segenskreis Gottes ausgeschlossen, ist der Hölle anbefohlen. Wir sollen segnen, die uns fluchen, sagt der Herr Jesus. Wir sollen da mit solchen Dingen ja ganz vorsichtig sein. Aber wenn ein falscher Lehrer auftritt und die Gemeinde zerstört, auf dem liegt wirklich der Fluch Gottes, weil er viele Menschen vom Heilsweg wegbringt. Und da müssen wir auch ein deutliches Wort sagen. Prüfe die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. 1. Johannes 4, Vers 1. Der Herr Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also wir wollen niemand in die Hölle verdammen, das können wir nicht, das macht nur der Herr, wo ein Mensch nicht umkehrt rechtzeitig. Aber wir müssen die Geister prüfen, ob sie von Gott sind, damit die Gemeinde bewahrt wird vor der Verführung und auch wir selber bewahrt werden. Und gerade die Lehrer, so steht es auch im Jakobusbrief, wird ein härteres Urteil treffen, weil wir in einer ganz besonderen Verantwortung stehen, wenn wir etwas Falsches lehren und keine Korrektur mehr annehmen dann wehe uns. Ihr dürft auch gerne mich korrigieren, sage ich immer dazu bei meinen Vorträgen. Ich bin auch nicht unfehlbar. Also wenn jemand etwas entdeckt, was vielleicht nicht richtig war, kommt gerne auf mich zu. Aber es muss biblisch begründet sein. Noch zwei, drei Stellen, die diese Warnung verdeutlichen. In Titus 3, Vers 10 und 11 steht, einen ketzerischen Menschen, Wörtlich einen heretischen Menschen, der also von der Wahrheit abweicht, ist gemeint. Nicht im katholischen Sinne Ketzer, sondern ein solcher, der von der biblischen Wahrheit abweicht. Einen solchen meide, und zwar, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist. Erst die Gemeinderegel: dreifache Ermahnung, zweifach, dreifach. Und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Ein unbelehrbarer Irrlehrer. Dahingegeben. Den soll man meiden. Auch den Kontakt meiden, weil man sonst die Irrlehre wieder an sich heranlässt und in die Gemeinde trägt. Man muss manchmal einen Schnitt machen. Ja, zum Beispiel zu irgendwelchen Sekten, wo man rausgekommen ist. Erst wenn man sehr gefestigt ist, kann man vielleicht versuchen, missionarisch auf Einzelne zuzugehen. Aber man soll sich nicht von diesen beeinflussen lassen. Sie auch nicht in das Haus der Gemeinde hereinlassen und was sagen. Das ist ganz gefährlich. Ja, und dann 2. Johannes 9 bis 11. Wer darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi bleibt, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, der hat teil an seinen bösen Werken. Das Wort wird vielleicht oft schwer verstanden, darf man jetzt die Leute gar nicht mehr grüßen, die da die mit ihr sind. Nun, grüßen hat früher eine andere Bedeutung gehabt. Das war so eine Art Gemeinschaft haben. Essensgemeinschaft, Gastgemeinschaft, Hausgemeinschaft, Kanzelgemeinschaft. Und das darf nicht sein. Mit Irrlehren können wir nicht diese innige Gemeinschaft haben. Wir können schon sagen, guten Tag. Aber früher war grüßen etwas viel anderes. Da hat man Salbe gesagt, das Heil zugesprochen, Shalom. Ja, das kann man einem solchen Menschen nicht zusprechen. Für den kann man nur beten, dass er umkehrt. Also, ihr seht, man muss auch den Kontext berücksichtigen, auch in welchem Kontext das äh, gesagt wurde ursprünglich, aber auch heute gilt das genauso für uns. Und jetzt noch zum Schluss hier die Frage vor der Pause. Wer darf Gemeindezucht durchführen und wer darf über den Ausschluss aus der Gemeinde entscheiden? Drei, äh, ja, drei Antworten. Zum Ersten Gott selber. Gott selber schließt aus aus der Gemeinde und zwar durch sein unmittelbares Eingreifen, durch Los. So etwa bei, äh, bei dem, der den Mantel geklaut hatte ich glaube Nachan oder wie der hieß, Achan, äh, den, ja auch den wertvollen Mantel und äh, das Gold bei Josua, dann äh, durch Tod, so wie bei Ananias und Sapphira, die den Heiligen Geist belogen hatten, sehr interessante Stelle, die auch zeigt, dass der Heilige Geist eine Person ist. Man kann nur eine Person belügen, keine Kraft oder Energie wie bei den Esoterikern oder Pseudocharismatikern, sondern eine Person. Also durch den Tod wurden sie ausgeschlossen, oder äh, ja, aus der Gemeinde, oder durch Gott, ähm, und auch Ausschluss aus dem Volk Gottes. Joshua 7, Apostelgeschichte 5, 1-11. bis Zum Zweiten dürfen Gemeindezucht üben und müssen das üben, auch wenn sie es vielleicht nicht tun, sie müssen es aber tun. Ich weiß, dass es schwerfällt, geht mir auch so. Aber man muss es tun, um der Reinheit der Gemeinde willen. Und zwar sind das die von Gott Beauftragten, Leiter der Gemeinden, die Leiter der Gemeinden. So auch Joshua 7, Josua oder Apostelgeschichte 20, Vers 28 und 2. Korinther 13, Vers 10. Und zum Dritten, muss Gemeindezug geübt werden durch die Gemeinde selber in ihrer Gesamtheit? Matthäus 18, Vers 17 und 1. Korinther 5, 13. Und jetzt die Frage, noch zum mitnehmen, auch in die Pause. Wird in deiner Gemeinde noch Gemeindezug geübt oder wird alles zugelassen? bis die Gemeinde so verweltlicht ist, dass es keine Gemeinde mehr ist, sondern ja, die Welt. Also auch da muss man wachsam bleiben. Und wir machen weiter beim zwölften Punkt von 17, 12 bis 17. Und zwar unter der Überschrift, die Gemeinde und ihr Gottesdienst werden konstituiert durch Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Das ist die grundlegende Bibelstelle. Weiß jemand, wo die steht? Hier steht schon Apostelgeschichte 2, Vers 42. Vielen Dank auch in der Technik, dass er das so treu macht hier. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind die vier Grundelemente für biblischen Gottesdienst und biblische Gemeinde. Ganz kurz dazu: Das erste davon ist die Lehre der Apostel. Das heißt, wir sollen keine fremde Lehre aufnehmen, wie auch der Apostel Paulus sagt in Galater 1, verflucht sei, wer ein anderes Evangelium bringt. Also unser Orientierungsmaßstab ist das Neue Testament und da insbesondere die Lehre der Apostel. Das Alte Testament ist auch wichtig, das ist die Verheißung und das Neue Testament die Erfüllung. Aber für uns als Neu -Testament die Gemeinde eben entscheidend, was im Neuen Testament uns gesagt wird. Das Zweite, die Gemeinschaft, da habe ich schon einiges ja erwähnt. Gemeinschaft ist lebenswichtig. Nikolaus Ludwig, Graf von Zinzendorf, hat den Satz geprägt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, wir brauchen die Gemeinschaft miteinander. Ein Glied diene dem anderen mit den Gaben, die es bekommen hat. Dann das Brotbrechen, man kann es auch nennen Abendmahl oder Herrenmahl. Das ist die Erinnerung an das Sühneopfer des Herrn Jesus am Kreuz auf Folgata. Es gibt Gemeinden, die feiern das sehr oft, jeden Sonntag, andere eher selten. Wir haben es eingeführt einmal im Monat, damit es nicht zu häufig wieder ist und zu sehr die Gewöhnung äh, abflacht. Ja, ist da nichts mehr Besonderes. Dann, wenn man es zu oft feiert, und das ist dann auch nicht schön, denn es gehört auch die Würdigkeit, der Ernst, die besondere Freude dazu, dass der Herr uns errettet hat durch sein Blut. Das ist an sich. Traurig, ja, der Herr ist gestorben, Golgatha ähm, am Karfreitag, aber auch die Freude, dass wir durch sein Blut die Erlösung haben. Und das sollten wir auch nicht zu selten feiern. Es geschieht durch das Mal selber nicht die Reinigung der Sünden, aber wenn wir an Jesus glauben, der das für uns vollbracht hat, ein für alle Mal, so wie es im Hebräerbrief Kapitel 9 steht, dann sind wir gereinigt von unseren Sünden und haben die Gemeinschaft mit dem Herrn auch miteinander als der Leib Christi. Dann das Gebet, das ist der Lebensfaden des Einzelnen und auch der Gemeinde, an dem alles hängt. Es gibt das individuelle Gebet, jeder Einzelne in seinem Kämmerlein, aber auch das Gebet der Gemeinde. Als der Apostel Petrus gefangen war, heißt es, betete die ganze Gemeinde. Und in dem Fall hat Gott ein Wunder: er kam frei. Und das ist ganz herrlich. Beten dürfen wir zu Gott, dem Vater. Beten dürfen wir im Namen Jesu und wir dürfen auch den Herrn Jesus im Gebet anrufen. Allerdings, ich sage es mal so, finde ich persönlich im Neuen Testament in der Bibel kein einziges Gebet zum Heiligen Geist. Das ist wieder in diesen schwärmerischen Kreisen. Aber zeigt mir eine Stelle, wo in der Bibel zum Heiligen Geist gebetet wird. Ich habe noch keine gefunden. Es heißt stattdessen, der Geist vertritt uns im Gebet. Mit unaussprechlichem Seufzen. Das heißt, er wohnt durch die Wiedergeburt in unserem Herz und leitet uns zum Gebet an und er verherrlicht in uns den Vater und den Sohn. Das ist das Geheimnis der göttlichen Dreinigkeit, dass der Heilige Geist praktisch uns als der Tröster und Ermahner gesandt ist und uns auch zum Gebet anleitet. Natürlich ist der Heilige Geist auch Gott, aber wenn man mal die Dreinigkeit kurz so erklären will, vom Vater geht alles aus, auch der Sohn. Der Vater sendet den Sohn. Und Vater und Sohn zusammen senden den Heiligen Geist. Also, wenn man eine Rangordnung innerhalb der Dreieinigkeit Gottes sieht, dann Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und doch sind alle drei eins als ein göttliches Wesen. Das ist ein Geheimnis Gottes. Es übersteigt unseren Verstand, aber es widerspricht nicht unserem Verstand. Das ist ein wichtiger Unterschied. Gott ist, hat schon immer Gemeinschaft mit sich selber gehabt als Vater, Sohn und Heiliger Geist, bevor er die Welt geschaffen hat. Er war nie einsam, deshalb ein Dreieiniger. Gott. Und der Herr Jesus, wenn er sagt, der Vater ist größer als, ist, als ich, dann bezieht sich das auf die Zeit seiner Selbsterniedrigung. Das entscheidende Kapitel in der Bibel, um das zu verstehen, ist Philippa Brief, Kapitel 2. Er entäußerte sich seiner Gottheit und äh, nahm Menschengestalt an, Fleischesgestalt, um uns zu erlösen. Er starb als Mensch und dann wurde er erhöht zum Vater. Ich sage es jetzt mit eigenen Worten. Das könnte auch Zeugen homas und solchen Sekten entgegenhalten. Auch Muslimen, die das auch nicht verstehen oder falsch verstehen, dass eben alles vom Vater ausgeht und der Sohn jetzt wieder erhöht wurde zu Rechten des Vaters als das Lamm, das uns reinwäscht von aller Sünde. Ja, das war jetzt der zwölfte Punkt. Jetzt kommt der dreizehnte Punkt. Das ist an also sich wieder ein größerer Punkt. Ich versuche es ein bisschen abzukürzen. Die Gemeinde, das berührt sich auch mit manchem, was ich schon gesagt habe. Die Gemeinde kennt unterschiedliche Dienste, damit alles geordnet zugehe charisma und dienst also gnadengabe und dienst sind aneinander gekoppelt nun die dienste die du in der gemeinde durchführst beruhen auf der gabe die gott dir gegeben hat du kannst tatsächlich nur in vollmacht diesen dienst tun wozu gott der herr dir die gabe gegeben hat bete darum dass der herr dir die gabe zeigt die er dir geschenkt hat man muss dadurch unterscheiden es gibt natürliche begabungen die jeder mensch hat auch der nichtwiedergeborene Mensch allgemein, zum Beispiel handwerkliche Begabung, Geschicklichkeit, Sprachfähigkeit, logisches Denken, Autofahren können und so weiter. Ja. Das sind alles Gaben, die man sich aneignen kann oder die man von Natur aus hat oder auch nicht hat. Und das müssen wir auch erkennen. Dann gibt es die Frucht des Geistes Gottes in neun Elementen und die steht hier wunderschön dargestellt. Vielen Dank. Äh, sehr schönes Bild hier. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Galater 5, 22, 23. Und dann gibt es die Geistesgaben. Also die Frucht des Geistes, was wir hier sehen, sollte jeder Christ in sich tragen. Jetzt kann keiner sagen, ich habe nur Geduld, aber alles andere nicht. Ja. Sondern die Liebe ist das Erste und daraus geht alles andere hervor. Versteht ihr? Genau, also die Frucht, das ist ein ganzes Paket, was der Herr uns schenken möchte durch seinen Geist wir so liebevoll sind, freundlich, sanftmütig, gütig, geduldig, keusch, selbstbeherrscht und so weiter, während dagegen, das muss man unterscheiden, die Geistesgaben, Charismata, pneumatika, die sind individuell verschieden. Das heißt, nicht jeder hat alle Gaben, aber jeder von uns hat mindestens eine Geistesgabe noch zusätzlich zur Frucht bekommen und auch mehrere. Manche haben auch mehrere Geistesgaben, zum Beispiel 1 Korinther 12, 27, 28 steht, ihr seid der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. Und Gott hat gesetzt, in der Gemeinde aufs erste Apostel, aufs andere Propheten, dann Lehrer, Wundertäter, Gaben gesund zu machen, Helfer, Leiter, mancherlei Zungen. In Epheser 4, 11 folgende wird genannt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Damit die Heiligen zugerüstet werden und so weiter. Aber es gibt auch noch andere Gaben. Gehen wir mal auf einige dieser Gaben hier ein. Apostel, gibt es das heute noch? Ich würde sagen, nein, denn gemäß Apostelgeschichte 1 mussten Apostel Augen und Ohren Zeugen des Lebens Jesus sein. Und bei der Nachwahl des Matthias, da war das das Kriterium, dass er den Herrn Jesus gesehen hatte, begleitet hatte, Zeuge seiner Leiden und Auferstehung war. Das kann keiner der sogenannten heutigen Apostel bei den neuapostolischen, katholisch-apostolischen oder auch charismatischen Bewegungen behaupten. Also sind das alles falsche Apostel, vom Neuen Testament her gesehen. Natürlich kann man sagen, Apostel ist einfach Gesandter, so wie Missionar, aber dann ist es eine viel weitere Bedeutung und hat nichts mit den urchristlichen Aposteln äh, dieses engsten Apostelkreises, der zwölf, zu tun. Der Apostel Paulus ist der Letzt- und spätestberufene, was er selber schreibt in 1. Korinther 15, als letzter ist er berufen worden als eine unzeitige Geburt und damit hat die Reihe der Apostel aufgehört. Sie haben den Auftrag gehabt, Sendboten Jesu zu sein und die endzeitlich anbrechende Gottesherrschaft dazu einzuladen und sie repräsentierten als die zwölf Apostel die zwölf Stämme Israels, so wie die zwölf auf den Thronen mit dem Herrn sitzen werden. So. Und auch in der Offenbarung kommt es nochmal vor: Diese zwölf Perlentore und zwölf, ähm, zwölf Pfeiler und so weiter, immer diese zwölf Zahlen. Zwölf Stämme Israel, zwölf Apostel und die 24 Ältesten. Apostelgeschichte 4. Ähm, ja, das deutet hin, wieder auf die, auf die zwölf auf dem alten Bund und die zwölf aus dem neuen Bund. 24. Das wäre ein eigener Vortrag, nur ganz kurz dazu. Dann Propheten. Propheten heißt an sich Verkündiger, die die Wahrheit sagen. Auch es gab und gibt auch manchmal Zukunftsvoraussagen. Allerdings heutzutage muss man das alles prüfen anhand des Wortes Gottes. Nicht jeder ist ein echter Prophet. Wenn es nicht eintrifft, war es ein falscher Prophet und auch wenn es gegen Gottes geoffenbartes Wort steht. Wenn heute jemand prophetisch redet, ist es an sich in der Predigt, wo Gott den Geist schenkt in der Predigt und dann Sünde aufgedeckt wird in der Gemeinde, wo Menschen etwas zugesagt wird, sie ermahnt werden, getröstet werden, erbaut werden. Das ist heutige prophetische Rede, die auch in 1. Korinther 14 äh, betont wird, dass die viel wichtiger sei als das Reden in fremden Sprachen, die keiner versteht und die, wenn sie gesprochen werden, übersetzt werden müssen. Es heißt in 1. Korinther 14 auch der, der diese Sprachen hat, muss dass er sie übersetzen kann. Also es soll nichts Unverständliches bleiben. Das ist gefährlich. Da können auch Lästerungen sonst dabei sein. Dann gibt es Lehrer, die Gabe des Lehrens, die gesunde Lehre auszubreiten. Ähm, ich habe dazu schon einiges gesagt. Dann auch Evangelisten. Das sind Menschen, die auch hinausgehen, zu Unbekehrten eine besondere Gabe haben, diese zu erreichen durch das Wort und den Geist Gottes. Auf die Straßen, aber auch in der Umgebung, in den Hallen und Zelten, über Massenmedien und so weiter. Dann die Diakone, Diener oder Helfer. Sie haben die Aufgabe, fürsorgliche, praktische Dienste in der Gemeinde zu ähm, übernehmen. Zum Beispiel Armenversorgung, da wurden sie berufen. In, ähm, in Apostelgeschichte 6 wird es das beschrieben, dass die Apostel überlastet waren, indem sie lehrten und dann noch praktische Hilfsdienste leisten sollten. Und deshalb sollte man Diener, Diakone berufen. Der erste oder einer der ersten war Stephanus, der dann gesteinigt wurde. Und wir sehen, der hatte auch die Gabe des Predigens. Also das sind nicht nur solche, nicht nur Dienste im praktischen Bereich. Es können auch Diakone, nicht alle, aber doch manche, auch die Gabe des Predigens haben. Und man sollte sie prüfen. Es werden Kriterien genannt. In 1 Timotheus 3. Ehrbar sollen sie sein, nicht doppelzüngig, also keine Lügner, keine Säufer, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren und so weiter. Und man soll sie prüfen zuvor, bevor man sie einsetzt. Und wenn sie untadelig sind, also zuverlässig und treu, auch mit Geldern treu umgehen können, dann sollen sie den Dienst versehen, sonst nicht. Und dann die Presbyter und Episkopen. Presbyteroi heißt Älteste, die Ältesten. Und das sind Menschen, die als Leiter und Bevollmächtigte der Einzelgemeinde fungierten. Übrigens nur, wird es nur in männlicher Funktion genannt im Neuen Testament. Und genauso der Begriff Vorsteher, Episkopoi, wörtlich Aufseher, Episkopen. Luther übersetzt das missverständlich mit Bischöfe. Ähm, Episkop, Bischof, das ist eine Zusammensetzung von diesem Wort im Deutschen. Aber da ist nicht zu verstehen, was man heute darunter versteht, sondern es sind einfach Aufseher über die Gemeinde im Sinne von Ältesten. Keine Landesbischöfe oder Kantonalbischöfe, sowas gibt es in der Bibel nicht. Ähm, erst durch Ignatius kam etwa um 100 nach Christus die Aufteilung in Diakone, Älteste und Bischöfe. Und diese Bischöfe haben praktisch die Apostel ersetzen sollen. Aber das ist in der Bibel nirgends geboten, dass diese entsprechend eingesetzt wurden. Der Neutestamentler Rainer Riesner, Professor Riesner, schreibt zu dieser Frage in seinem Buch Apostolischer Gemeindebau. Beide Ausdrücke, also Presbyter und Aufseher, Presbyterei, Episkopoi, meine dieselbe Personengruppe und nicht etwa zwei verschiedene Ämter wie dann im zweiten Jahrhundert. Die Bezeichnung Episkopos, also Aufseher, für Ältester, weist auf die Funktion hin, dass er die Aufsicht hat, damit keine falsche Lehre in die Gemeinde eindringt. Der Titel Presbyteros, Ältester, unterstreicht die Autorität und erinnert daran, dass man wohl normalerweise ältere, erfahrene Männer Auswählte. Also keine Neulinge im Glauben, ganz wichtig. Jemand, der schon einige Jahre im Glauben ist und sich bewährt hat, nur solche kommen in Frage. Die Gemeinde des Neuen Testaments ist, war nicht episkopal, also bischöflich in hierarchischer Stufenleiter wie in der katholischen Kirche organisiert, das war sie nicht, aber auch nicht papal mit Papst und auch gar nicht äh, kongregationalistisch, das heißt demokratisch, dass jeder das gleiche Sagen hat, so wie es heute. Vieles üblich ist, dass es überhaupt keine Rangordnung mehr gibt in den Gemeinden, sondern die Gemeinde ist Neuen Testaments und auch unsere Gemeinde sollte strukturiert sein, presbyterial, presbyter mit Ältesten, mit Leitungsfunktion von erfahrenen, bewährten Brüdern, die praktisch die, die apostolische Lehre weitergeben und die Gemeinde ordnen, damit kein Sauerteig der Sünde und Verführung in sie eindringt. Und für den Vorsteher gab es Bedingungen und gibt es auch heute Bedingungen die in 1. Timotheus 3, 1 folgende genannt sind. Ich lese noch kurz vor. Ein Vorsteher soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, also nicht in Polygamie leben, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im lehren, geschickt im lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig. Das muss sie mal vorstellen, wenn jemand prügeln würde, ja? Nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat, in aller Ehrbarkeit. Ich frage mich manchmal, welcher Mann kann das alles erfüllen? Aber ich sage deshalb, es ist ein Idealkatalog, dem man sich möglichst annähern sollte, ja? möglichst viel davon erfüllen sollte zumindest. Vielleicht gibt es Einzelne, die das wirklich alles erfüllen. Aber ja, bevor man gar keine Ältesten hat, vielleicht doch so, dass man möglichst nahe an diesen Katalog kommt. Übrigens Älteste in der Mehrzahl ist Biblisch besser als wenn nur einer dann praktisch das Sagen hat, ja? Und der Dienst darf natürlich auch nicht missbraucht werden. Ja, dann noch drei kürzere Punkte. Der vierzehnte Punkt: Die Neutestamentliche Gemeinde ist geistlich eine Einheit. Heute vermittelt die Christenheit, das wissen wir alle leider, ein sehr zerrissenes, uneinheitliches Bild. Es gibt nicht nur eine Kirche, sondern wie viele? Sag mal, wie viele? Zwei evangelisch-katholisch. Ja? <laughs> auch nicht. In, bei den katholischen gibt es viel mehr Abspaltungen als bekannt sind, Altkatholische und was alles. Und bei den evangelischen, ich weiß nicht, Tausende. Und dann kann man noch viele Einzelgruppen und Sekten und alles Mögliche dazu nehmen, auch bei den Orthodoxen, übrigens auch bei anderen Religionen. Bei Religionen wie im Islam gibt es auch abspaltungen Das weiß man hier bloß nicht so. Aber es, die Christenheit, darum geht es jetzt heute, sie vermittelt. Auch leider ein sehr zerrissenes Bild. Kirchen, Freikirchen und Sekten erheben oft gegeneinander den Anspruch, die wahre Gemeinde zu repräsentieren oder zumindest dem neutestamentlichen Ideal am nächsten zu kommen. Dabei müssen wir ganz nüchtern sehen, diese Zerrissenheit ist bereits in urchristlicher Zeit angelegt, findet sich auch schon zum Teil im Neuen Testament. Man denke zum Beispiel an die unterschiedlichen Auffassungen der Apostel, etwa in Fragen der Heidenmission. Wie soll man das halten bei den Heiden? Sollen die sich beschneiden lassen oder nicht? Zum Beispiel das erste Apostelkonzil ist uns bekannt. An die Mahlgemeinschaft zwischen Juden und Heidenchristen kann man denken, Galater 2. Da wird sogar ganz ehrlich ein Streit zwischen Paulus und Petrus genannt. Finde ich sehr interessant. Die Bibel ist völlig ehrlich. Ja? Wird nichts irgendwie. Beschönigt. Nur Jesus ist vollkommen. Alle anderen sind Menschen, so wie wir. Natürlich Apostel, ja, aber trotzdem auch Menschen. Dann gibt es auch äh, die unterschiedlichen Richtungen, gesetzliche äh, Erströmungen, die im Galaterbrief bekämpft werden, oder freizügige Strömungen. Im ersten Korintherbrief werden die bekämpft. Wir haben schon gehört Inzest und was da alles vorkam. Und geduldet wurde er anfangs. Also da gab es Parteiungen und war Ermahnung notwendig, Gemeindezucht und Änderung. Und es gab sogar Streit, wer durch wen getauft wurde. 1. Korinther 1 lesen wir, es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Der Streit unter euch ist, meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere sagt, ich zu Apollos. Der dritte, ich zu Kephas, also Petrus. Und der vierte, der ist noch schlauer, der sagt, ich gehöre zu wem? Zu Christus. Ja, die anderen, habe ich. ja, aber okay, das ist natürlich richtig, zu Christus sollen wir gehören. Und das sagt der Apostel Paulus: Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und keine Spaltungen, griechisch heißt das Schismata, unter euch sein sollen, sondern haltet einander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn die Frage stellt sich: Ist Christus etwa zerteilt? Ist Paulus denn für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Das sei ferne. Ja. Auch im Epheserbrief wird die Einheit, die wahre Einheit in Christus verkündigt. Epheser 4, 4 bis 6. Ein Leib und ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Ja, also das steht, das steht in Epheser 4 äh, und in Epheser 2, was wir vorher gesehen hatten, da steht, er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Da ist die Einheit gemeint zwischen Juden und Heidenchristen. In Christus ist diese Feindschaft aufgehoben. Jetzt aber die Einheit ist gar keine so einfache Frage. Am Sonntag, so der Herr, wenn wir leben, werde ich ja über Ökumene sprechen. Und da geht es auch nochmal. Johannes 17, Offenbarung 17, wahre Einheit, falsche Einheit. Aber wie ist das? Nun, die Einheit ist natürlich allein in Jesus Christus, im biblischen Jesus Christus. Schon die Frage, was ist jetzt biblisch? Da geht der Streit schon los. Jeder muss sich beugen unter die Bibel, was die sagt, eine unverfälschte, wortgetreue Bibel und Bibelübersetzung. Und da muss ich auch betonen, die Bibel lehrt keine Einheit um jeden Preis, sondern nur die Einheit in der Wahrheit. An Irrlehren oder Verhaltensweisen, die die Gemeindezucht erfordern, an solchen findet die Einheit der Gemeinde ihre notwendige Grenze. Wo Irrlehre eindringt, wo Gemeindezucht notwendig wäre. Wie gesagt, darauf gehe ich dann in den nächsten Vorträgen auch noch zum Teil ein. Und die Frage stellt sich an uns, strebst du nach der Einheit in Liebe und Wahrheit? Es soll keine Streitsucht, keine Spaltungssucht in der Gemeinde sein, sondern in Demut ordnet einer dem anderen sich unter in Liebe. Das ist der einzige Weg, um die wahre Einheit in Christus zu bewahren. Falsche Lehre muss benannt werden, aber ansonsten es sollte kein Rangstreit oder Machtstreben oder Missbrauch oder ähnliches sein, auch kein geistlicher Missbrauch. Ja, dann der 15. Punkt. Ihr seid wirklich sehr tapfer. Die neutestamentliche Gemeinde. Ist nicht auf einen bestimmten Versammlungsort festgelegt. Wo sind wir hier? Was ist das für ein Haus hier? Ja, es ist keine Kirche, oder? Was ist das Industriehaus zum Beispiel? Und so ist auch schon in urchristlicher Zeit. Da gab es noch keine Kirchen bei der ersten Gemeinde. Die waren ja noch verfolgt worden. Erst ab 200 nach Christus wurde mit dem Bau von Kirchen begonnen, in denen christliche Gottesdienste gefeiert wurden. In urchristlicher Zeit gab es das noch nicht, da galt folgendes in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und was wir hier lesen, wunderschön gestaltet, vielen Dank, in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, sagt der Herr Jesus Christus die verehrung gottes ist etwas geistiges, ist nicht an materielle objekte gebunden. die können auch nicht irgendwie eingeweiht werden durch weihrauch oder so, sondern es sind einfach gebäude. natürlich sollen sie auch nicht missbraucht werden durch irgendwelche unchristlichen dinge. es ist schon etwas heiliges, aber das haus selber ist nicht heilig, sondern wenn sich die gemeinde versammelt, wo heilige sind, die dem herrn gehören, das ist entscheidend. nun, wo hat sich die urgemeinde versammelt? Zunächst mal, wer weiß es, im Jerusalemer Tempel. Apostelgeschichte 2,46 und darin in der Halle Salomos. Die urchristliche Gemeinde galt ja zunächst als eine jüdische Abspaltung oder Sekte und hatte noch Zugang zum Heiligtum der Juden, aber bald kam es zu wachsenden Schwierigkeiten, wie wir wissen, wo die Apostel dann verhört wurden, ausgepeitscht und sie sollten ja nichts mehr predigen im Namen Jesu, was sie dann aber trotzdem weitermachten. Denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen wo sie etwas gebieten, was gegen das Wort Gottes ist. Daneben traf sich die Jerusalemer Urgemeinde, wie wir auch schon gehört haben, hier und da in den Häusern. Und da wurden auch sämtliche Handlungen vollzogen, die später zum Teil in die Kirchen gewandert sind, wie etwa die Wortverkündigung, das Brotbrechen und das Gebet. Auch Taufen, davon, davon ausgehen, wurden im Umfeld der Häuser durchgeführt, in den Flüssen, in den Seen, im Meer und so weiter. Apostelgeschichte 16, Verse 15 und 33. Ja, und dann hat man sich, wie auch jetzt hier bei euch, in öffentlichen Räumen versammelt, die man gemietet hat. Da gibt es eine sehr interessante Stelle in Apostelgeschichte 19 über den Apostel Paulus in Ephesus, wo er in Ephesus wandelte. Er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen drei Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren, und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, da trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. In einer Schule, in ja, einem Lehrgebäude. Wichtig ist, liebe Seele, die Frage versammelst auch du dich regelmäßig mit anderen Christen, egal wo das jetzt ist, in einer Industriehalle, in einer Kirche, in einem Gemeindehaus, in einer Schule, in einem Privathaus. Wichtig ist, dass du Gemeinschaft hast mit dem Herrn und miteinander. Jetzt noch die zwei letzten Punkte. Der sechzehnte Punkt. Unter den Versammlungszeiten Zeiten der Gemeinde wird der erste Tag der Woche besonders hervorgehoben. Die Gemeinde des Alten Bundes, welchen Tag hielt sie? Den Sabbat, Sabbat, den Ruhetag. Man geht davon aus, dass das der Samstag, der heutige Samstag wohl ist, weil die Erzählung immer so weiterging. Aber wir werden gleich sehen, das ist nicht so entscheidend, welcher Tag das genau war für uns heute, für Juden heute schon noch, ja. Wer in Israel war, darf schon nicht mal einen Fahrstuhl drücken als orthodoxer Jude, weil da ja Feuer machen würde am Sabbat. Also es sind viele Gesetze noch durch den Talmud außen herumgebaut worden, die so in der Bibel gar nicht stehen. Ja, aber jedenfalls die Gemeinde des alten Bundes hielt den Sabbat, Sabbat oder Ruhetag. Und das war der siebte Tag der Woche, weil Gott da von seinen Schöpfungswerken ruhte und weil die Juden aus Ägypten herausgeführt wurden. Zehn Gebote, 2. Mose 20 und 5. Mose 5. Aber für die Gemeinde des neuen Bundes wie war es da. Und das übersehen viele, gerade bei dieser äh, Diskussion mit Adventisten und wegen Sabbat und so weiter. Für die Gemeinde des neuen Bundes ist explizit kein bestimmter Versammlungstag vorgeschrieben. Das ist mal grundlegend. Ja? Denn da heißt es, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern. Täglich. Das heißt, wir können uns jeden Tag versammeln. Am Samstag, am Sonntag, am Montag und so weiter. Wir haben jetzt auch am Dienstag ein Gebetstreffen, Mittwoch haben wir Bibelstunde anberaumt, also es äh, ist wunderbar, wenn man sich täglich trifft, natürlich hat man nicht immer die Zeit, aber auch wenn Gebetswoche ist, kommen wir auch jeden Abend bei uns zusammen in unserer Gemeinde, also es ist wunderbar. Also das ist grundlegend. Auch in Kolosser 2 steht, wer einen bestimmten Tag halten will, der soll es tun, aber ich sage jetzt sinngemäß, der soll dem anderen den Glauben nicht absprechen. Einer hält den anderen Tag höher, aber das ist nicht heilsnotwendig, sage ich jetzt. Kolosser 2, könnt ihr das ausführlich nachlesen, auch in Römer 14, wo es um die Frage des Gewissens geht und um die Starken und Schwachen im Glauben. Nun wie ist es jetzt mit dem Sonntag. Die meisten Gemeinden ja, versammeln sich am Sonntag, auch wir. Der Sonntag, das sage ich erstmal kirchengeschichtlich, der wurde nun in der Tat von Kaiser Konstantin im Jahre 321 nach Christus eingeführt, der erste Tag der Woche und er war nun tatsächlich identisch mit dem Tag des persischen Sonnengottes Mithras und wurde so als christlicher Feiertag gesetzlich vorgeschrieben. Nun es sind also heidnische Parallelen zweifellos vorhanden, deshalb lehnen die siebten Tagesadventisten unter anderem deshalb den äh, Sonntag ab und fordern die Einhaltung des Sabbats. Übrigens sagen sie, der Sonntag sei das Mahlzeichen. Und der Sabbat, die Versiegelung im Heiligen Geist, das geht natürlich viel zu weit. Also da wird es gefährlich. Ich sage ja, die können ja den Samstag halten, aber die sollen nicht sagen, wir würden das Mahlzeichen tragen, wenn wir uns Sonntags versammeln. Ich sage, sie haben sich jeden Tag versammeln können, die Jünger des neuen Bundes. Aber warum halten jetzt wir den ersten Tag der Woche? Der erste Tag der Woche, liebe Geschwister, ist der Tag, an dem der Herr Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das ist ganz grundlegend. Matthäus 28, Parallelstellen in den anderen Evangelien. Und im Gedenken an dieses einzigartige Ereignis waren die Jünger gerade an diesem Tag versammelt, als ihnen der auferstandene Herr erschien. Und zwar nicht nur beim ersten Mal, auch beim zweiten Mal und noch öfter. Die waren, es wird mehrfach berichtet, am ersten Tag der Woche waren sie versammelt, auch als dann eine Woche später der Thomas dann auch dabei war, der zunächst nicht da war beim ersten Erscheinungsfest, kann ich sagen, bei der ersten Erscheinung des auferstandenen. Insgesamt werden sechs Begegnungen von Jüngerinnen und Jüngern Jesu mit dem Auferstandenen am ersten Tag der Woche im Neuen Testament berichtet. Ich nenne jetzt gerade als Argumentation auch mit Adventisten diese Stellen. Matthäus 28 9 folgende Parallelen, Lukas 24 13 folgende Parallelen, Lukas 24 36 folgende Parallelen, Johannes 20 11 folgende, Johannes 20 19 folgende, Johannes 19, 6, äh, 20, 26 folgende. Also alles Kapitel 20. Und jetzt das ganz Entscheidende: Auch das Pfingstereignis, Pfingsten, als grundlegender Termin für die Entstehung der neutestamentlichen Gemeinde, fiel auf den ersten Wochentag. Das ist nämlich 50 Tage nach Ostern, 50. Tag. Apostelgeschichte 2. Und da ist die Gemeinde entstanden am ersten Tag der Woche. Deshalb feiern auch wir den ersten Tag der Woche. Es wird dagegen nirgends im Neuen Testament im Blick auf die urchristliche Gemeinde ausdrücklich erwähnt, dass sie sich speziell am jüdischen Sabbat traf. Auch am Sabbat an jedem Tag konnte sie sich treffen, aber nicht speziell, versteht ihr? Unterschied. Vielmehr wird sogar in deutlicher Abgrenzung vom jüdischen Festkalender immer wieder betont, der erste Tag der Woche. Apostelgeschichte 20:7. Und 1. Korinther 16.2 kommt der erste Tag der Woche ausdrücklich. In Offenbarung 1. Vers 10 ist die Rede vom Tag des Herrn, an dem Christus, der Auferstandene, auf Patmos, dem Apostel Johannes erscheint. Und man geht davon aus, dass dieser Tag des Herrn eben der Auferstehungstag Christi ist und damit auch ein Beweis, dass der Tag besonders heilig gehalten wird von der neutestamentlichen christlichen Gemeinde. Also es dürfte gerne den adventistischen Freunden auch mit diesen Bibelstellen beantworten. Und jetzt der letzte Punkt. Die Gemeinde des Herrn findet ihr Ziel im Bau des Reiches Gottes und in der Verherrlichung seiner Majestät. Das letzte Ziel der Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, liegt im Daheimsein beim Vater, im Eingehen in die Gottesherrschaft, in der Verherrlichung seines Namens. Die Gemeinde soll sich als das erweisen, was sie nach Gottes Plan ist, nämlich eine Schar von Menschen, die Gott treu bleiben und ihm die Ehre geben in Zeit und Ewigkeit. Wenn dies erreicht ist, dann ist aus der angefochtenen und kämpfenden Gemeinde unserer Zeit, dann ist aus ihr die triumphierende und jubilierende Gemeinde der Ewigkeit geworden. In Offenbarung 7 ist die Bestimmung der Gemeinde Jesu Christi mit den wunderbaren folgenden Sätzen beschrieben. Und damit möchte ich auch abschließen. Offenbarung 7. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Drohnen, vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und diese riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm, dem Herrn Jesus Christus. Diese sind's, schreibt dann der Autor der Offenbarung: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Buch des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, nämlich Gott der Herr, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Amen.